Heute lernen wir das, was ich schon oft in meinen Videos verwende, und das ist das Abdribbeln. Und morgen werden wir dazu den entsprechenden Dribble Force lernen. Viel Spaß! Und somit, hallo liebe Zuschauer und hallo liebe andere Zuschauer. Heute werden wir uns mit dem Dribbeln beschäftigen. Und es ist ziemlich einfach, aber man denkt es nicht, dass es einfach ist. Los geht's. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. Das habe ich gerade eben schon gezeigt, aber zack. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, die Finger sind im dem Grip hatten wir das, ja, das hatten wir schon, im Aufspreaden. Deswegen sind die Finger in dem Griff wie beim Aufspreaden. Ganz wichtig ist, dass der Daumen direkt an der Ecke liegt, ja? Direkt an der Ecke muss er liegen. Was jetzt passiert ist, der kleine Finger ist hier drüben. Was jetzt passiert ist, dass der Daumen hier quasi den Daumen so hoch bringt. Und wenn man so hoch bringt, dann dribbelt der ab. Ja, warte, ich zeig's euch nochmal. Ja. Das war jetzt nicht so gut erklärt, aber nochmal so. Das heißt, wir sind in dieser Position und wenn der Daumen jetzt hier ein bisschen die Karten so ein bisschen umbiegt und dann immer weiter locker lässt, dann fallen Karten runter. Jetzt müsst ihr die Karten natürlich auffangen in der Hand. Das ist einfacher, als es aussieht. Das ist einfacher, als es aussieht. Und zwar, da hat man die Karten einfach ganz normal, als wenn man ein Kartendeck auch halten würde. Ja, so hält man die Karten auf und dann egalisiert man. Das war es im Prinzip schon, ja. Das heißt nochmal, hier den Daumen geht ein bisschen hoch und lässt dann immer lockerer. Okay. Und so macht man beispielsweise die Anaconda. Die Anaconda ist das, wo das so ganz hoch geht. Okay? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn nein, dann lasst von mir aus auch einen Daumen runter da. Kritik hilft mir immer gut. Und ja, ciao!